nächste Frage. Es ist vollbracht. Wunder geschehen. Die dunkle Tat. Nö. Das hat nichts mehr mit Wunder zu tun. Lu? Ja. Wie finden diese? Ich muss gleich erstmal gucken, wo du bist. Moment. Bei der neuen Brücke. Was? Ja, schaut besser aus. Sonne blendet mich wie Sau, aber ja. Ja. Aber ich kann es auch in Holz machen, warte mal. Nee. Dann sticht's halt extrem doll raus, wenn du das machst. Und mit dem Schwarz. So, ich geh mir das mal an. Nee. Brücke. Okay, ja, ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Gar nicht. Auch wenn du von der Brücke kommst, ist es nicht übertrieben. Ja gut, das liegt im Auge, dass... Aber muss mal rübergehen. Es ist jetzt echt nicht über drüber. Und auf der anderen Seite kommt nichts. Nee, weil hier kommt praktisch dann die Stadtmauer herum. Aha, Magie. Es geht eigentlich echt, also. Kann sie nichts sagen. Gleich rauskopiert und als Tutorial gemacht. Kann man machen, muss man nicht. Wie? Wir können es auch einfach als Open World verkaufen. Hä? Kein Geld damit machen? Warum Open World? Ich rede Tutorial. Ja. Baututorial draus machen. Kannst du machen? Achso, aus der Brücke, ja. Aus dem Torhaus, ja. Wir könnten aber auch... Ich hab vergessen. Ah ja, sehr gut. Wie schaut's jetzt aus, Phil? Ja. So kannst es lassen. Da. Das passt. Ah, ich wollte doch... So. Manu, und wer hat Schuld? Du. Vielleicht. Das ist jetzt sehr nice, weil wir haben Torhaus fertig. Endlich muss ich da nochmal... Amen. Schön. Nee, ich wollte keinen Screenshot machen, aber egal. Okay, nächstes Projekte. Luke, freizt du noch an deiner Bio oder willst du Baustellen-Switchung? Ich bin hier jetzt voll drin. Stürz mich rein und so. Boah, stürz dich rein. Stürz dich rein. Achso, ja, hast du mal geguckt, ob das funktioniert mit dem? Muss ich noch. Ich habe doch vorhin schon gesagt, ich konnte weder updaten noch sonst was, weil... Ah nein, jetzt geht das nicht. Wie mache ich denn das, dass das jetzt Beine hat? Ist das dumm? Darf ich dir einen Tipp geben? Vielleicht. Schießen sie los. Wie möchtest du das... Huch! Ich will hier einfach einen Zwei-Platten-Tisch haben, damit ich ein Buch und eine Lampe drauf platzieren kann. Ey, wieso machst du das jetzt wieder weg? Damit es funktioniert. Ja, aber dann kann ich den Sessel da jetzt nicht mehr hinmachen. Oh, das ist schlecht. Nee, der ist mir jetzt zu weit weg, ehrlich gesagt. Ja, sonst kannst du nichts drauf platzieren. Ein Tod musste sterben. Oh. Nee, muss ich nicht. Nö. Oh, da ist er eisern. Kannst vergessen. Die stirbt nur ein Tod und der ist endgültig. Mehr ist nicht drin. Genau. Dann gibt's das halt nicht. So, fertig. Ich lass mir da noch was einfallen.
Oder du machst die Ecke woanders hin. In eine andere Ecke. Ja, nee. In der anderen Ecke kommt anderer Kram. Anderer Eckenkram? Mhm. Ich hab dich gesehen, Kribo. Ach nee, das sind Azaleen. Oh. Techno. So, ich kann ja nicht mal Ketten an die Decke machen, stimmt. Das ist kacke. Wieso besteht die Decke nur aus halben Blöcken? Ich bräuchte einen Block frei. Ich platziere es nur, ich werde es nicht auffüllen. Das tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Es ist Bettzeit. Achso, Lou ist mittendrin. Vielleicht jetzt keine gute Idee. Nee, doch, ich gehe jetzt runter. Weil die Bücherei oben wird komplett scheiße. Okay, also Baustellen wechseln, sagst du. Nee, eigentlich hätte ich schon Bock, aber dafür müsste ich die ganze Decke abreißen. Ja, sag doch Blatzer Bescheid. Nee, der hat ja bestimmt irgendwas zu tun. Nö, ich bin fertig. Nö, der ist gerade durch mit allem. Der hat genügend Zeit für dich. Ich muss mir jetzt irgendwas Neues suchen. Ja, genau. Wenn's gut werden muss. Ist der lustig. Ja, weil hier habe ich ja auch anderthalb Blöcke oben hin. Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Höhen. Ja, das ist doof. Das kriege ich auch nicht weg, weil dann muss ich das ganze Haus abreißen und neu bauen. Ich kann dir sowas anbieten. Jetzt muss man mal schauen, was ihr da macht. Ja, ja. Da oder du stellst die Laternen irgendwo drauf, wie du es hier gemacht hast. Ja, aber das ist ja dann auch blöd. Hast du eine Kerze zufälligerweise eingeschoben? Nee, wir haben auch eigentlich keine Kerzen. Du könntest zum Beispiel, wenn du die Bücherregale baust, ne, Lu? Weil kommen hier noch so Regale hin? Hier in der Ecke kommt was anderes hin wahrscheinlich. Ja, aber ziehst du hier noch so ein Regal durch die Mitte? Könnte ich machen, ja. So ein doppeltes. Dann lässt du einfach ein paar Bücherregale aus, da kannst du Laternen reinstellen. Auf einer Seite, weißt du? Ja, kann ich dann mal gucken. Ich mache das wahrscheinlich eher alles anders. Das gefällt mir hier oben gar nicht. Ja, ja, ich weiß schon, was er meint. Ich habe mir ja extra schon Inspiration geholt. Ich weiß. Aber wie gesagt, mir gefallen die gar nicht. Ja, die sind, ja. Wenn du sie länger machst, so zwei rein machst. Eins, zwei, ja. Also, ich muss mir da was anderes überlegen. Ich find's hässlich und mach mir da andere Gedanken. Jetzt, oder? Nee, nicht jetzt. Gut, dann sind wir alle drei frei und müssen uns jetzt überlegen, was wir machen. So, ey, hör auf. Wir könnten natürlich auch zum Villager-Dorf wechseln und da ein bisschen weiter bauen. Ich hasse das Loch, ja, deswegen ja. Damit wir es ändern können. Oder was habt ihr denn noch so für Gedanken, Vorschläge? Boah, ich bin heute relativ ausgebrannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. 20 Minuten muss nur durchhalten, das hilft nichts.
Ja, also... Mhm. Auf den Villager-Ding habe ich keine Lust tatsächlich. Ja. Verstehe ich dich, verstehe. Weil ich mag das Loch selber nicht und ich weiß auch nicht, wie man daraus ein schönes Loch macht. Mhm. Da muss ich mir erst Inspiration holen. Naja, nicht. Vielleicht geht's auch mal ohne Bilder, weil... Ich mach's ja eh nicht so wie auf den Bildern. Ich suche nur Inspiration, wie ich was machen könnte. Und dann mache ich's da, Schrimp ähnlich. Du hast da drüben nämlich noch eine Kirche mit Flotto zu bauen. Wieso jetzt mit Flotti? Ja, die habt ihr angefangen hinten, die kleine Kapelle. Ach so, ja, da... Das weiß ich auch noch nicht. Ja, genau. So. Ja, gut, aber irgendwas überlegen müssen wir uns jetzt. Wird nichts. Höhlentour. Nein. Was, habe ich Höhlentour gehört? Fahr zur Hölle. Ja, Höhlentour. So viel Schwein. Blatzer muss ja seine Diamanten wieder reinholen. Ne? Ja. Oh, das habe ich gleich. Gib es mir 10 Minuten. Ja, genau. X-Way rein und dann geht's los. Ja. Nein, Alter. Ja, X-Way. So macht er das. Bestimmt. Froschlichter. Froschlichter. Ja, genau. Willst du jetzt in Nether? Willst du das? Hast du da Bock drauf? So eine richtig fette Nether-Tour. Verabschiede dich von deiner Rüstung. Eine richtig fette habe ich jetzt nicht Bock drauf. Nee. Ja, wir müssten aber eine Bastion. Aber so eine kleine. Wir müssten eine Bastion und einen Magma-Spawner drin finden. Yeah. Aber ich habe doch im Nether, habe ich jetzt letztens die Magma-Viecher hüpfen sehen. Ja. Wenn ich jetzt Frösche an der Leine mitnehme, kann ich sie da nicht auf die Lava-Dinger loslassen. Ja, aber dann kriegst du nicht viel raus. Du brauchst einen Spawner, dass die jedes Mal wieder spawnen. Ja, aber wenigstens erstmal ein paar Froschlichter. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß, weil dafür mache ich das sicher nicht. Ach, Manu. Und wie kriegt man eigentlich so unterschiedlich farbende? Indem du unterschiedlich farbige Frösche nimmst. Und wo? Ich habe bis jetzt immer nur die braunen Frösche. Ja, genau. Es gibt auch rote. Und wo gibt es bitte rote? Zufall. Und selten. Ein bisschen mehr Pedos. Ich würde gerade sagen, dann sind die aber hardcore selten. Ja. Da geht was. Ja, Leute, aber irgendwas müssen wir jetzt noch machen. Das hilft nichts. Ja, worauf gelüstet es dich denn? Willst du die Burgmauer ziehen? Boah. Gut, also, es gelüstet dich worauf? Nicht die Burgmauer. Also, das ist ja eigentlich so cool. Schade, dass man hier nicht mit anderen spielen kann. Wie? Na, es ist schade, es ist mir, also es ist schön und ich schwärme immer noch so ein bisschen von RP. Oh. Ja, gut, wir machen Marisari und so. Mhm. Wir könnten uns überlegen, wie die Grundfläche deiner Kirche hier ist, damit wir dieses Endportal umsetzen können. Hä, wir haben doch drüber geredet. Echt jetzt? Braucht die jetzt nicht. Peter. Nee, kann er nicht. Der hat nicht gecheatet. Hey, kann ich auch wirklich nicht. Joa, also, ich muss, braucht dann Erde. Ich werde hier noch die Platte ein bisschen größer machen. Weil ich will ein bisschen weiter weg vom Markt. Das ist hier ein bisschen heftig dicht. Wie die Platte größer machen? Na, hier noch ein bisschen weiter ausbauen hier. Also. Noch Erde auffüllen, weil ich will ein bisschen weiter weg vom Markt. Das ist mir sonst auf die Höhe hier, auf die. Ja, ja. Also das hier würde ich nicht vergrößern, ne? Nein, das hier. Okay. Weil, damit ich noch so drei Blöcke holen wir und machen wir. Hier wegkommen wir. Vielleicht habe ich da noch Erde, ich weiß es nicht. Habe ich. Oh ja, erstmal Kisten durchwühlen. Erde habe ich noch, ordentlich. Ja, dann. Lass regnen.
Warte mal, ich hab dich da irgendwo gesehen. Oder bist du schon wieder da drüben? Ich bin schon wieder da. Ach, meine Güte. Haben Sie etwas Erde für mich? Warum? Ich füll doch schon auf, Digi. Aber Digi. Kann ich dir geben? Oh, ist runtergefallen. Ja, runtergefallen. Latza, wieso machst du das jetzt rundherum weg? Dass da man nicht hochschwimmen kann. Nein! Okay. Dann platziere ich es wieder. Nein, passt schon, kann schon wegmachen. Dass die Opfer, die ins Wasser fallen, erstmal 5 Meter weit schwimmen müssen, damit sie überhaupt wieder rauskommen. Kiste weniger, die irgendwo rumsteht. Okay. Dann zeig uns mal den Grundriss, Lu. Zeig ihn uns. Muss ich mit Rainer da nicht in Dingsbums komme. Warte mal, ist das dann gleichmäßig? 1, 6, ja, gut, 7, 8. Ich hätte halt geguckt, dass sie 8 oder 10 für die Außenmauer haben. Eine ungerade Zahl, das ist gescheiter. Mhm. Und dann hier halt noch die 9 und dann, also hier noch einen dann und dann. Hä? Warte. Also, auf jeden Fall so breit, denke ich. Okay. Nicht? Ich hätte sogar noch 2 Blöcke, einen links, einen rechts angeknallt. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, dann. Es ist deine Kirche, lass dir nicht von uns reinfuschen. Ja. Aber dann ist mir das hier wieder. Nee. Wenn, dann geht nur noch auf der Seite da drüben. Warum? Nee, ja, hast du doch. Das ist ungerade, nicht mehr. Ja, außer man. Macht's so. Ja. Und halt so. Es ist jetzt noch ungerade. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Ja, und längentechnisch dachte ich halt hoch bis hier halt dann. Also. Setz ihn mal. Ein bisschen länger? Ich hab keine. Nee, sie soll ja nicht so übertrieben werden. Und dann eine Rundung, oder? Ja. So, das muss ich jetzt mal gucken. Soll nicht zu groß, nicht zu klein. Ist. Nö, so, das ist auch vollkommen okay, ja. Ja. Sehe ich auch so. Wird ja keine Kathedrale. Nee. Nur eine kleine Eva. Nee. Wir sind nicht so pompös. Nee, sowas wird das sicher nicht. So, wo willst denn du, wo darf ich denn dann das Portal reinklöppeln? Bei der Rundung. Ganz hinten oder willst du, dass man, willst du dahinter noch irgendwas bauen? Na, allein ich, schon wie wegen den besprochen Fenstern. Haben die Glasfensterfront.
Glasfensterfront. Also. Also. So. Kannst du, ja, ich denke mal, da ungefähr das Portal hinklatschen. Das muss dann halt 3 groß werden, ne? Also, das wird dann. Wollt ihr das wirklich nicht noch 2 Blöcke Richtung Dorfplatz machen, breiter? Nein, das will sie nicht. Okay. Nee, weil. Nee. Weil ich sehe es gerade von hier oben vom Berg, da hat man die Proportionen besser im Blick. Ja, aber vielleicht will ich ja hier noch was außenrum machen. Mhm. Also das Portal wäre halt so groß, ne, Lu? Ja, ist okay. Vielleicht, ich muss dann gucken, ob ich also noch ich meine, die Ecken hier, das kann man wegmachen, ne? Da könnte man dann Treppen draufsetzen, das wäre dann wurscht. Ja, da guck ich. Also sagst du, können wir da hin machen? Ja. Soll das auf dem Podest? Ja. Also soll das noch einen Block hoch? Okay. Ja. Achso, das hätte ich nicht machen müssen. Ich muss mir das auch gleich mal von oben angucken, aber. Wird schon passen. Blatzerturnt da oben rum. Ich guck mir das gerade ein bisschen an, von den Proportionen her. Propor. Wichtig ist ja, was man draus macht. Eine prunkvolle... Verstehst du, was ich meine? Man müsste sie noch 2 verlängern, ja. Also 2 Blöcke länger würde ich es noch machen. Dann ist es ungerade. Ja, von mir aus. Wieso, man kannst du, also hier meinst du. Ja, genau. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach hinten dann. Ja, aber dann passt hinten nichts mehr hin. Ich würde glatt eher nach vorne. Okay. Wow. Hör auf. Das war's für mich. Scheiß Skelett. Genau. Ja, genau, einen Knopf wollte ich dahin packen, das wird sein. So. Auch aber eine Doppeltür. Ja, das wird eine Dreiertür, Lu. Es wird nichts helfen. Ist ja blöd. Außer, du hast die Option, dass du es so machst. Das wäre eine Option, ja. Ja. Das wäre eine Option, ja. Ja, genau. Ja, yeah, brennende Erde. Ach, Konzi. Der alte Burner. Ja, gut. Ja. Würde ich sagen. Haben wir es für heute, oder? Haben wir es geschafft. Ja, erstmal. Ja, morgen ist so oder so wieder irgendwas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ein Haufen Aufnahmen. Pass mal auf, jetzt kommt nachher Floddy und sagt: Oh ja, Minecraft geht schon. Nee, geht heute nicht mehr. Scheiße, ich bin jetzt seit 10 Stunden am Aufnehmen. Durchgängig. Ja, ist doch nice. Nee, ist echt geil. Super. Unanstrengend. Unanstrengend. Ganz schön Brei, würde ich sagen. Ja, jetzt ist die Luft raus. Ich habe zwar noch Lust, aber... Kriegt er eigentlich auch Schaden? Ich hab Feuerschutz drauf, du Hörni. Was? Du hast jetzt nicht gerade wirklich dein Schwert weggeworfen? Nee, hab ich's nicht weggeworfen. Hast war du auf so einmal weg. Nein. Ja. Du hast ins Feuer geworfen. Nein, ja, das war halt so ein ultra gutes... Nein, war's nicht. Ich hab noch außer Haltbarkeit nichts drauf. Auf dein Schwert?
Auf meinem Schwert hatten wir, glaube ich, stimmt, Dorn. Das hattest du nicht verzaubert. Stimmt. Nee, da habe ich noch nichts gemacht, weil... Ja, es da hatten wir nichts Gescheites, genau. Glück. Hast du es jetzt mal? Ja. Freue mich auch, Ninja. So. Okay, gut, dann sehen wir uns in der nächsten Session-Folge. Hoffentlich mal wieder komplett zurück. Ja, das werden wir sehen, oder? Ja. Und bis dahin sind wir raus. Nee, ja. Ciao. Tschüss.